Hallo meine Freunde der Lego-Läden und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin Drachenbutsch und ich grüße heute den Nihat, außerdem den Manuel, den Max und auch noch den Timo. Sehen wir hier noch irgendeine Markierung? Ne, das ist bloß ein Superstein. Da sind ein paar Tauben. Und das war's dann auch. Dann würde ich mich dann auch gleich wieder ganz schnell zurückbeamen, wenn wir hier alles gesehen haben. Wie gesagt, alles haben wir noch nicht gesehen. Ein paar Sachen fehlen uns noch, aber da kommen wir dann. Da kommen wir mal anders nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Nee, passt soweit. So. Ja gut, was sind das überhaupt für Sachen, die uns hier noch fehlen? Irgendeine Herausforderung fehlt uns wahrscheinlich noch. Ein Autodiebstahl fehlt uns echt. Und einer von den Steinen, die wir kaputt hauen müssen. Ah, diese Steine, die wir kaputt hauen müssen, die übersehen wir gerne. Also gerne übersehe ich sie nicht, aber ich übersehe sie öfters mal. Oh, Fahrzeugsachen haben wir sogar alle freigeschaltet schon da. Also momentan geht es noch um Charaktermarken. Habe ich gerade gesehen in dem Gebiet, wo ich jetzt hier bin. Okay, okay. Also alle Fahrzeuge haben wir freigeschaltet, die ist hier gar. Machen wir doch mal hier weiter. Wo waren wir vorhin? Hier waren wir irgendwo stehen geblieben, genau bei dem Gebäude. Da oben kann man auch drauf, das sehe ich schon. Da ist jetzt aber gar nicht. Da ist aber eigentlich gar nichts, was sich lohnen würde, drauf zu gehen. Okay. Was sagt unser Scanner? Die nächsten interessanten Sachen sind. Da ist bloß das Farbding. Dann ist das nächste interessante wohl diese ganzen Sachen da drüben. Okay, markieren wir uns die mal. Und schauen wir, dass wir da irgendwie hinkommen, weil da drin sind jede Menge Sachen auf jeden Fall gewesen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob die hier drinnen sind oder ob die. So, einmal durchlassen bitte. Ups. Nehmen wir mal Astronauten. Da kann man immer so schön alles abfeuern. Man muss nicht direkt zu den Sachen gehen erst. Genau, hier ist der Lego-Shop ist hier. Sehr gut. So. Kann man das hier kaputt machen, aber da können wir leider auch nichts zusammenbauen. Und doch, dann müssen wir auf die andere Seite rüber. Da müssen wir leider auf die andere Seite rüber. Oh, der letzte. Sehr gut. Exzellent, Herr Drachenbursche, exzellent. 3 von 3, das bedeutet eine weitere Charaktermarke. Schauen wir mal, wo sie ist. Vor dem Theater. Ah, okay, das ist vor dem Theater. Ich hole es gleich, sonst, wie gesagt, lass mal es liegen. Das wäre natürlich ärgerlich, wenn es dann uns am Ende fehlt und wir nicht wissen, wo es ist. Deswegen lieber gleich holen die Sachen. Dann können wir auch auf der anderen Seite entlanglaufen von dem Haus nochmal. Genau, da ist die Charaktermarke. Durchlassen. Dankeschön. Und wir bekommen Eddie Jojo. Das ist gut. Eddie Jojo können wir bestimmt auch gut gebrauchen. Auch der wird uns bei der ein oder anderen Mission weiterhelfen. Hoffe ich zumindest. Hier irgendwo war es der Popcornstand. Hat das etwas mit diesem fiesen, gemeinen Popcornstand auf sich? Nee, der wird mir nicht mal angezeigt auf der Karte. Dann wird es wohl auch nichts mit ihm auf sich haben. Okay. Ja, hier gibt es dann. Hier gibt es dann gleich ganz viel Zeug. Also im Lego-Shop ist auf jeden Fall viel Zeug drin. Also ein Stein ist, eine Sache ist auf jeden Fall drin. Ah, genau, das wurde mir hier in der Ecke angezeigt. Mit Sprengstoff kommen wir in den Lego-Shop rein. Na dann. Ups. Brauchen wir einen anderen Charakter und dann wird hier aufgesprengt. Können wir die Sachen vielleicht zusammenbauen, die da drin sind? Das kann natürlich sein. Probieren wir gleich mal aus. So. Boah. Genau, wir müssen die Sachen zusammenbauen, hatte ich richtig vermutet. Einmal ein cooles Schiff, vielleicht auf Flug der Karibik. Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Wo ist das letzte? Hä? Wo ist das letzte? Das letzte ist wieder besser versteckt. Ah, ne, das letzte ist tatsächlich das, die beiden Sachen hier. Das letzte ist der große Drachen da oben. Schön gemacht. Wen kriegen wir dafür? Oh, Trophäe erhalten. Trophäe für den Drachen bekommen. Freut mich. Ach, dafür kriegen wir diesen die Drachenverkleidung. Sehr gut. Schön. Ah, ne, ist eine Eidechse. Entschuldigung. Ein Eidechsen. Ein Eidechsen-Man ist das. Was bringt das hier? Das ist doch gar nichts. Ja, genau. Hier brauchen wir einen Detektiv. Den nehmen wir auch gleich und gehen hier mal ein bisschen erkunden. Hier gibt es nicht. Oh, was zum Sprengen. Da kriegen wir wahrscheinlich den Schlüssel, um das Ding da drinnen zu sprengen. Statuen fehlen uns aber auch nur noch 2 oder 3. Also, das sind echt wenige. Die Statuen müssen wir auch fast alle haben. Da waren wir auch schon sehr erfolgreich, jedenfalls. Glaube ich, das bei der Suche. Na, das ist doch bestimmt wieder in der Kühlbox drin. Mittlerweile wissen wir doch, dass in diesen Kühlboxen immer irgendwas versteckt ist. So, ich wusste es doch, ich wusste es doch. So, Schlüssel wäre genommen. Und dann wird hier aufgeschlossen und Rex Fury in die Luft gesprengt, so wie es das gehört. So, mal den Bergarbeiter nehmen, damit wir ihn überhaupt sprengen können. Ah, da kommt man nur oben drauf, das Lego-Symbol, aber da ist bestimmt auch noch. Da oben ist irgendwo noch. Irgendwas ist da oben noch. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal hochzugehen. Silberstatuen zerstört. Doch, so viele fehlen uns noch. Okay. Das ist doch noch einige. Mehr als ich gedacht hätte. 307 Steine.
Was stinkt hier so? Ja, hilft. Obwohl, zumindest diese Kletterpassage können wir hier überspringen. Beziehungsweise überfliegen. Los, so, genau. Hier geht's auch noch auf das... Der Lego-Shop hat echt überall Werbung. Hier, sehr gut. Überall steht Lego-Shop drauf. Ups. Ah, komm. Aber da kommen wir auch so hoch, glaube ich. Ja, kommen wir. Den armen Lego-Menschen lassen wir hier noch stehen. Da fliegen wir hin. Ui, da werden wir sogar fast von... Ja, doch, da sind wir auch so drauf gekommen. Sehr gut. Na, was liegt an? Vielleicht da oben. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Irgendeine Oper. Oh Gott, hier müssen wir ja wahnsinnig klettern. Ja, wo kommt man denn da ganz hin? Kommt man da oben noch drauf vielleicht auf das Gebäude? Das könnte sein, dass wir so da oben auf das Gebäude drauf kommen. Könnte ich mir so fast vorstellen. Ach, das ist ein Parcours, ist das. Ja, ja, das ist ein Parcours. Und da ist auch schon die Parcoursmarke irgendwo. Bestimmt. Wundervoll will man auf jeden Fall nicht. Oh, schön. Wer bist denn du? Da ist auch noch ein Astronautending auf da auf der rechten Seite. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Sollten wir bei Gelegenheit auch mal hin, aber... Nein, nicht runterfallen, Chase. Oder beziehungsweise Herr Astronaut, wie auch immer du bist, glaube ich, nicht Chase gewesen. Du warst irgendein anderer Astronaut. Ja, das sind echt Höhen, in denen wir hier rumklettern. Das Spiel hat auf jeden Fall Höhen und Tiefen. Das ist auf jeden Fall eine Höhe. Oh, mal darüber. Ja, Wahnsinn. Das wird auf jeden Fall ein lustiger Parcours, wenn wir den mal machen dann. Okay, jetzt haben wir zwei Optionen. Einmal, wir gehen darüber. Nein, nicht jemand anschauen. Geht da drüben. Okay, ich bin gerade nicht sicher. Ich gehe jetzt erstmal ganz weiter nach oben noch. Ja, das war eine gute Idee. Hier ist nämlich direkt ein Zombie. Und da oben ist auch der Parcours direkt. Perfekt, dann haben wir das auch schon mal alles freigeschaltet. Gut. Jetzt wird uns noch gezeigt, wo der Parcours ist. Aber das hatten wir auch fast vermutet, dass der da unten irgendwo losgeht. Ja, da geht er los, der Parcours. Aber da müssen wir nicht sofort hin. Das wird uns ja auf der Karte angezeigt, wo der Parcours ist. Da können wir nicht viel verpassen. Ah, Schwein ist auch hier oben. Das ist gut. Jetzt bin ich so ein bisschen Gewissenskonflikt, weil eigentlich brauche ich das Schwein natürlich. Andererseits würde ich aber auch gerne wissen, was da drüben noch ist. Ah, okay, da kann man so rüber. Ah, nee, hier ging es bloß hoch. Okay, ja, dann ist das wurscht. Dann können wir ja hier wieder beruhigt runter. Dann haben wir hier alles, glaube ich, gefunden, was es in der Höhe gab. Mache ich dann auch gleich den Parcours, aber erst noch bringen wir die Sau zurück. Da war ich noch nicht mal auf der Suche nach der Sau und habe sie trotzdem gleich gefunden. So muss das sein. Einfach wieder die Musik genießen. Ist schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Ohrwurm-Charakter, oder? Sowas, was man immer mitsingen oder mitsummen möchte. Oh, einmal Schwein abgelegt. So, jetzt musst du leider über das große Wasser fliegen. Irgendwo da hinten wartet jemand auf dich. Dein Farmer wartet sehnsüchtig auf dich und vermisst dich. Wir sorgen hier für eine Rückkehr. Die Rückkehr der Schweine. Dum, dum, dum. So, Schwein zurückgebracht. Und zwar das 11. Heißt, die Hälfte der Schweine haben wir auch schon. Ist das ein Rennen? Sieht fast so aus, oder? Ne, ist kein Rennen, echt nicht. Obwohl das Boot so da steht, als könnte es hier jeden Moment losfahren. Das ist kein Rennen. Wundert mich, aber gut. Dann halt nicht. Ich glaube, unten war auch noch irgendwas außer dem Parcours irgendwas gewesen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal da schnell hin. Aber gehen ist ja lang. Gehen kann ja jeder. Wir fahren lieber. Hier haben wir den Dasher noch freigeschaltet. Haben wieder einige Polizeifahrzeuge auch freigeschaltet. Traff haben wir freigeschaltet. Oh Gott, dieses schreckliche Dreirad. Wo die eine Rennen machen mussten. Da sehen sie auch ein bisschen ähnlich, manche Polizeifahrzeuge. Der sieht aber cool aus hier. Den Dasher, den nehme ich jetzt einfach mal. So. Mit Sirene geht's dann los hier. Alle aus dem Weg, alle aus dem Weg. Aus dem Weg. Polizeieinsatz. Ich bin wichtig. Sudala. Und jetzt schauen wir mal, was es hier noch gab. Ah ne, hier wird mir nichts mehr markiert. Da vorne ist mir noch ein Fragezeichen markiert. Dann machen wir das noch, bevor wir den Parcours machen. Da vorne ist sogar noch ein Schwein, aber ich glaube, das Schwein, was da vorne ist, also was da ganz weit in der Entfernung angezeigt war, dieser minimal geringe orange Punkt, ich glaube, der ist im anderen Gebiet gewesen. Ah ja, genau, das habe ich auch schon gesehen gehabt vorhin, dass man da drauf schießen konnte, um da reinzukommen. Boah, der erste Schuss hat schon gesessen. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ah, oh, ist das die letzte? Ist das die letzte? Ich weiß nicht. 4 von 5, verdammt, eine fehlt uns noch. Na gut. Aber auch die werden wir noch finden. Aber vorher machen wir noch den Parcours, bevor wir weiter nach den Kisten suchen, in denen dann diese komischen Kaugummi-Eis, was auch immer, Automaten sind.
erst zum Astronauten wechseln, mit dem ist das immer leichter. Und dann machen wir die Mission. Jetzt habe ich sie abgebrochen. Ich wollte sie eigentlich schon machen. Das Problem ist, mit Kreis muss man die Sachen immer aktivieren hier. Diese Mission, wenn man dann zweimal schnell nacheinander Kreis drückt, dann bricht man es halt wieder ab. So, hier können wir theoretisch... kann ich den von unten auch fangen? Ja, kann ich. Acht Dinger, wuhu! Das ist ein langes Rennen. Acht hatten wir echt noch nie. Naja. So, hier ist der nächste. Na, was schwingst du dich denn wieder? Astronauti. Ach, das ist echt gut. Hier kann man immer so krass abkürzen normalerweise. So, hier haben wir vorhin so einen schönen Move gemacht und der klappt auch wieder direkt. Da machen wir hier nicht das langweilige, langsame Rumlaufen, sondern wir stellen hier direkt Rekordzeiten ja praktisch auf. Aber gut, man sieht ja keine Highscores. Das wäre natürlich auch witzig, wenn man hier irgendwie seine Highscores mit irgendwelchen Kumpels vergleichen könnte oder so. Wenn ihr dann in die Kommentare schreiben könntet, ob ihr schneller geschafft habt, aber diesen Highscore sieht man ja hier nicht. Ups, da geht's hoch. Da ist er nämlich gerade nicht... Da hat er nicht gerade das nicht gemacht, was er machen sollte. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Okay, wir gehen direkt weiter nach oben hier hoch. Gerade wird es auch wieder mit der Zeit. Die Zeit geht runter, 22 Sekunden noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle... Ich glaube, wir haben vielleicht einfach verpasst, weil wir nur so wenig Zeit haben. Bin ich sicher. Oder ist es so gedacht, dass es ein bisschen knapp wird? Je nachdem, wir sind auf jeden Fall beim nächsten... Beim siebten von achten. Wir haben einen unterwegs liegen lassen, könnte ich mir vorstellen. Nee, da ist der letzte. Perfekt. Damit haben wir auch alle. Aber das Ding, das Spiel ist trotzdem noch nicht zufrieden. Das Spiel sagt, wir müssen noch hier rüber. Das sieht auch cool aus, wenn man da vom Dinosaurier gefressen wird. Kommen wir da unten raus? Ja. Parcours abgeschlossen. 12 von 19. Und freigeschaltet haben wir dafür die Cheerleaderin. Wenn ihr schon immer mal Cheerleaderin freischalten wolltet, jetzt hättet ihr die Gelegenheit dazu gehabt. Also irgendwie ein Katzenladen oder sowas habe ich da gerade gesehen. Was sind das irgendwie? Supersteine. Oh, das ist noch ein Schwein. Das ist, glaube ich, auch schon wieder im nächsten Gebiet, der Schwein. Meine ich, oder? Was ist das? Das war ein Superstein. Ja, das ist der Superstein, den wir da oben hatten. Da müssen wir irgendwie noch hoch. Okay. Das wird auch interessant, wie wir da oben an die Verkleidungsmarke rankommen. Ich gucke nochmal, ob das Schwein... Doch, das ist noch... Ist das noch bei uns im Bezirk? Doch, der... Das geht ja weiter da. Ah, das ist auf der Grenze auf jeden Fall, das Schwein. Ne, das Haus steht auf jeden Fall auf der anderen Seite. Schwein ist im anderen Bezirk drin. Na komm. Wenn wir schon hier sind, oder? Nehmen wir Schwein mit. Lass mal die arme Sau da oben nicht alleine. Wir springen hier direkt über den Baum nach oben. Da sind auch noch auf jeden Fall noch Sachen hier auf der Seite. Aber gut, bevor wir die Sachen machen, holen wir erstmal Schwein. Das müssen wir sogar in unser Gebiet. Zählt vielleicht sogar noch zu uns dazu, weil wir es ja in unserem Gebiet hier abschießen müssen. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal hier am Strand, hier an der Promenade nochmal entlang. Da gibt es bestimmt auch noch die eine oder andere Sache zu entdecken. Ah, hier geht's gar nicht entlang. Schade. Aber hier oben, also in dieses Gebäude hier, da müssen wir auch noch auf jeden Fall drauf. Da denke ich, werden die letzten Sachen so zu finden sein, hier auf diesem Gebäude. Weil eigentlich sind wir in dem Bezirk jetzt hier, in diesem Viertel hier relativ schnell gewesen, also. Weil ich befürchtet hatte, dass es so ewig dauern könnte, hier alle Sachen zu finden, aber eigentlich bis jetzt geht's noch ganz gut. Da ist die letzte von den Kisten. Ah, und hier oben, also wir müssen auf das Theater hier drauf, dann kommen wir da unten rein und dann können wir auch die letzte von diesen Kisten zusammenbauen. Okay, alles wunderbar. Langsam klärt sich alles auf. Ja, wahrscheinlich zählt das Schwein immer dazu, wo man es abgeschossen hat, oder? Zu dem Bezirk. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele Schweine es hier gibt in dem Bezirk. Gibt es zwei? Ne, es gibt nur eins. Okay, dann zählt es wirklich zum anderen Bezirk. Dann machen wir schon eine Aufgabe vom nächsten Bezirk. Egal. So. Oh, das hätten wir kurz warten müssen, dann hätte es sogar perfekt zum Ende der Musik gepasst. Aber wir haben es leider etwas zu früh da rein befördert. Egal. So, Unruhestifter. Du darfst jetzt hier mit der Kanone Unruhe stiften, mit der Schweinekanone. So, Schwein ist weg. Sehr gut. Und was sagt er dazu? Schwein zurückgebracht, sagt das Spiel dazu. Und zwar nochmal 12 von 22. Ja, mal gucken, dass wir da oben drauf kommen. Das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Plan, dass wir auf dieses Gebäude drauf kommen, dieses Theatergebäude. Da ist der Astronaut. Sehr gut. Hier auf das Theatergebäude drauf kommen. Da kommen wir am besten drauf. Von hier aus vielleicht. Ne, da rutscht mal runter. Da will das Spiel auf jeden Fall nicht. Okay, da muss man runterrutschen. Das heißt, man muss irgendwie da drauf kommen. Nee. Nee. Ah, vielleicht von hier aus kann man auf dem. Ah, da rutscht man hier runter. Ich weiß, es gibt immer eine kluge Variante und es gibt meine Variante. Ich habe ja schon mich einige Male auf irgendwo hochgecheatet, hochglitscht. Hier kann man überall lang schwingen. Ja, da wollen wir rein. Wie kommen wir da hoch? Na egal, auf das Gebäude müssen wir eh hoch. Von daher.
Da sah es eigentlich auch so aus, als könnte man rein. Kann man aber gar nicht. Schade, schade. Den anderen müssen wir uns auch noch überlegen, wie wir an den rankommen. Im Zweifelsfall, na, mit Hubschrauber können wir ja nicht einsammeln. Damit können wir ja nicht aus. Außer es ist ganz oben drauf noch ein Hubschrauberlandeplatz. Dann wird es natürlich funktionieren. Aber ich glaube, da ganz oben war kein Hubschrauberlandeplatz drauf. So, hier kommen wir auf jeden Fall hoch, auch wenn das sicher wieder nicht so gedacht ist. Oder? Kommen wir da gar nicht hoch? Nein! Verdammt. Gehen die nicht kaputt? Ich wollte doch sagen, die gehen doch kaputt. Vielleicht können wir ja was mit denen zusammenbauen. Nein! Hm? Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen überfragt, wie ich da hochkomme. Da bin ich mit meinem Latein am Ende. Wobei das relativ schnell geht, weil ich Latein nicht in der Schule hatte. Da bin ich schnell mal mit meinem Latein am Ende. Ah. Okay, dann schauen wir trotzdem nochmal. Dann muss man von der Seite drüber springen, hier von der auf die andere Seite. Okay, hier kommen wir auf jeden Fall problemlos hoch. Ich sehe noch die Spielautomaten, diese Automaten, die sehen auch aus, wie ja noch irgendwas bei denen, aber ist nichts. Ja, da wissen wir, dass das ganze Zeug drin ist, da kommen wir aber nicht ran an das Zeug. Da ist noch eine andere Marke, die wollen wir momentan aber auch nicht haben. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Komm, probieren wir es irgendwie uns hier. Nach oben zu klettern. Nope. Da geht's. Da an der Seite geht's auch noch irgendwie hoch. Die Rakete sieht ja auch cool aus. Einmal von der Rakete umkreist werden. Ah, doch, das sieht gut aus. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Papalados macht hier natürlich auch Werbung. Aber die haben ja auch genügend Geld, die können sich das hier leisten. Direkt an dem, ja, was ist es denn, so eine Art Times Square hier Werbung zu machen. Hi! Schön, wenn sich Leute immer freuen, das zu sehen. War schon ziemlich knapp gewesen. Okay. Ah, vielleicht kommen wir so auf die andere Seite rüber, wo ich gar nicht rüber wollte. Da ist irgend so ein Astronauten-Ding noch drin gewesen, habe ich gerade gesehen. Ah, und da können wir uns teleportieren. Bin mal gespannt, wo wir da... Ups. Nein, du bist unten durch. Genau, unten durch sollst du. Und... Na, kannst auch oben durch. Hauptsache, du machst was. Oh Mann. Okay, so, jetzt bin ich mal gespannt, wo wir rauskommen. Ob wir ganz oben drauf rauskommen? Lädt auf jeden Fall. Ja! Disco King sind wir damit. Oh, was mir gerade noch einfällt. Mit dem Schwein, mit dem hier konnte ich auch immer ziemlich lange fliegen, oder? Probier es mal, aber irgendwann war es auch mit dem Unruhestift ja immer vorbei. Irgendwann konnte man mit dem auch nicht mehr weiter schweben, aber es könnte reichen. Es könnte reichen. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Ich drücke die Daumen. Ja, es reicht. Gut. Auch schon wieder sowas, was sicher nicht so gedacht war, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, aber Hauptsache oben. Hauptsache ganz oben angekommen. Jetzt können wir mal sagen, wir sind ganz oben angekommen. Wir wollen ja eigentlich nicht ganz so hoch, wir wollen ja eigentlich... Eigentlich wollen wir da runter. Hier so wollen wir hin. Da wollen wir eigentlich ganz gerne mal hin. Oh, hier wollen wir hin. Genau. Da hatten wir vorher noch keinen Weg gesehen gehabt. Schauen wir doch mal auf die Seite rüber. Hier ist gerade so diese Höhe, dass man nicht mit dem Astronauten da hochkommt. Ganz gemein vom Spiel. Ah, genau, die Dinger hatten wir hier auch noch gesehen gehabt. Die brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber dann sind sie uns zumindest nicht mehr im Weg. So. Schauen wir mal. Ah, okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Sachen 2. Dann werden wir diesem Hinweis natürlich auch nachgehen, so gut wir können. Oder waren die Sachen unten am Boden? Was die Sachen sind unten am Boden. Nee, hier liegt direkt eine Sache. Bist du? Du bist. Ein Uhrwerk-Roboter. Ja, warum auch nicht? Du bist eine Alarmanlage, eine kaputte. Das ist auch gar nichts. Was siehst du mir hier? Wenn mir irgendwas angezeigt, wo überhaupt nichts ist. Das habe ich schon wieder gern. Das habe ich schon wieder gern. Aber ist hier hinten ja noch was. Wer weiß, wer weiß. Irgendwo gibt es ja immer noch was zu holen. Also ich habe immer so ein bisschen andere Wege, um an die Sachen zu kommen, habe ich manchmal das Gefühl. Aber Hauptsache, ich komme da hin. Okay. 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 Ja. Ah, so kommt man da auf das Gebäude drauf. Okay. Na gut. Hauptsache es klappt, wa? Das war auf jeden Fall der längste Flug, den wir, glaube ich, mit dem Astronauten machen mussten bisher. Ja, schön, dass wir jetzt auch den Weg gefunden haben darum. Das freut mich jetzt, dass das so geklappt hat. Aber ich wusste, irgendwie muss ich es da drauf schaffen und dann würde schon alles gut werden. Aber jetzt möglichst hier nicht runterfahren, sonst muss ich wieder diesen ganzen Weg da außen rum machen. Ich habe schon wieder einen Schock bekommen. Puh.
Der hält sich manchmal so komisch fest oder er wackelt noch so kurz oder so. Da bin ich immer ganz nervös, wenn er sowas macht. So, und jetzt kommen wir nämlich da unten in das Gebäude rein, wo es noch ein paar Sachen gab, die wir brauchten unbedingt. Ah, eingeschaltet den Zauberer. Aber vor allem wollte ich das hier auch zusammenbauen, weil das ist nämlich das fünfte von fünf. Sehr gut. Exzellente Arbeit, würde ich sagen. Und dafür bekommen wir auch, ich glaube, es ist ein neuer Feuerwehrmann. Sieht jedenfalls aus wie ein Feuerwehrmann. So, und hier gab es nämlich noch was für den Astronauten. Alien haben wir nämlich noch keinen gejagt in dem Gebiet. Deswegen tippe ich mal, dass wir jetzt gleich einen Alien jagen dürfen. Dass das hier unsere neue Aufgabe wird. Der hier jetzt auch gleich direkt spawnt. Ja, da vorne spawnt er, okay. Das ist ein bisschen... Jawohl, wir müssen uns ja eh wieder zurückbeamen, von daher. Holen wir den uns direkt. Beamen uns nach oben. Beam me up, Scotty. Ja, und jetzt geht's auf Alienjagd. Der hat es aber noch gar nicht, der hat's noch gar nicht gecheckt, dass wir da sind, glaube ich. Ich wechsle nochmal den Charakter, dann können wir nämlich besser fangen. Jetzt rennt er. Jetzt rennt er. Jetzt hat er uns gesehen. Aber jetzt ist es schon zu spät, meine Freunde. Jetzt entkommst du mir nicht mehr. Tada! Aliens geschafft! Alien von 17. Und das bedeutet auch einen weiteren goldenen Stein für uns. Hier müssen die Charaktermarke liegen, genau. Den holen wir uns auch hier gleich, den Feuerwehrmann. Dafür, dass wir die anderen 5 hatten. Ryan McLaughlin. So, 16. Oh, uns fehlen noch goldene Steine. Also, uns fehlen diese ganzen... Was fehlt uns denn noch? Rennen gab es hier gar keins. Okay. Eine Diebesmission fehlt uns noch und einmal Blumengießen fehlt uns noch. Und auch nochmal... Ja, diese anderen Sachen, die machen uns immer den Ärger. Diese, hier sind sogar noch ein Schwein angezeigt. Diese Kaffeepausen machen uns oft Ärger, weil man die immer nicht sieht, weil die immer so... weil die mir, glaube ich, momentan noch nicht markiert werden. Naja, aber trotzdem. Trotzdem waren wir für meinen Geschmack doch ziemlich erfolgreich. Vorne ist mir aber immer noch was angezeigt. Ich würde gerne wissen, was mir da angezeigt wird und warum es mir angezeigt wird. Deswegen fahren wir jetzt hier nochmal hin. Auch wenn wir gerade nicht den Farmer haben. Und schauen, was es hier noch sein könnte, aber... Ich sehe hier nichts mehr. Ja, ist nichts. Das zeigt mir irgendeinen Mist an hier, nämlich das, was ich brauche. Ah! Ha! Ist immer so durch Zufall, dass ich zufällig dann doch wieder draufstoße und das Ding sehe. Ah, die sollen eine bestimmte Anzahl kaputt machen. Nö. Na gut, wunderbar, da haben wir die Kaffeepause doch noch gefunden. Naja, Glück als Verstand haben wir da manchmal. Ja, wie gesagt, uns fehlt auch noch einer von den goldenen, einer von den roten Steinen, wo wir Sachen finden. Das ist, glaube ich, das Problem, dass wir die noch nicht haben. So, Kaffeepause beendet. Und zwar Nummer 11 von 20. Auch da haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte. Goldene Steine 312. So. Was fehlt uns jetzt noch? Ups, nein. Ich wollte mir gerade kein Gebiet markieren. Das ist auch schon wieder blöd. Ich habe keine Ahnung, wie ich zum Hubschrauberlandeplatz hochkomme. War schon wieder ewig hier, dass wir da waren. Ja, jetzt fehlt uns nur diese eine... Oh, ein Grill fehlt uns auch noch. Ein Grill müsste man eigentlich relativ gut sehen. Wo grillt man denn? Grillt man hier irgendwo? Soll ich hier irgendwo am Rand irgendwo noch grillen? Scheint nicht so zu sein. Aber hier sind wir eh schon im nächsten Gebiet. Also hier kann der Grill sowieso nicht stehen. Wenn, muss der ja hier irgendwo stehen. Da kann man zwar überall drauf rumhüpfen, aber... Ah, das ist auf jeden Fall schon das nächste Gebiet hier, aber das hier könnte uns noch in unser Gebiet irgendwo reinbringen. Weil da oben sind auch noch irgendwelche Steine. Schauen wir mal. So. Walter deines Amtes. Auch wenn er nicht Walter heißt. Ah, nee, das ist wahrscheinlich nur gedacht, dass man da hochklettert. Obwohl. Probieren wir es mal. Ist auch noch Feuerwerk da unten. Vielleicht hat es auch damit auf sich. Egal, wir laufen jetzt erstmal hier oben entlang. Einmal darüber. Schön entlang gelaufen an der Wand. Da können wir auch unten durch. Nein! Aber ich meine, da oben war eh nichts, oder? Doch, da geht's nochmal nach oben. Aha, verdammt. Es ist manchmal zum Verzweifeln. Manchmal ist es zum Verzweifeln. Egal. Ich glaube, wir können von den Blumentöpfen auch hochspringen, oder? Nein. Viel hat aber nicht gefehlt vom Blumentopf. Viel fehlt da echt nicht. Also ein ganz kleines Ticken, ganz der Blumentopf. Der könnte groß genug sein. Ja, yep, der ist auch groß genug. Mittlerweile weiß ich doch, wie hier die Abkürzungen funktionieren. So, mal hier unten durch. Und dann nochmal darüber geflogen. Ja, doch, da waren wir definitiv noch nicht. Ups. So, hoch mit dir. Schöne Sache. Ich bin nicht geflogen, er ist einfach abgestürzt schon wieder. Das
Sollte er eigentlich nicht machen. Egal, nochmal zurück. Neuer Versuch, neues Glück. Wir schaffen es schon noch. Es wird alles gut. Bin mir sicher, es wird alles gut. Okay. Da haben wir sogar uns nochmal ein bisschen Weg gespart. Ja, von den großen Blumentöpfen funktioniert es auf jeden Fall. So, aber der springt mir auch echt blöd. Also in dem Fall hatte ich ja den Astronauten. Hätte ich ja noch nicht mal angemacht gehabt. So, okay, da bist du oben. Und da bitte drauf laufen. Genau, darüber laufen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. War schon wieder knapp gewesen. Hier oben muss noch. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, sonst wäre hier nicht so ein langer Weg. Da kann ich runterfallen. Ja, sag mal. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.